Hallo und willkommen bei Corpus Motum. Ich bin Patrick Rudolph, euer Coach und Physiotherapeut. Abonniert haben wir gleich den Kanal, um dann gleich die wichtigsten Nachrichten und Infos für Fitness im Büro zu bekommen. Dann gehen wir gleich zum Thema über. Warum ist der Sitzball oder warum kann der Sitzball im Büro schädlich sein? Das ist ganz einfach nur dann der Fall, wenn ich den ganzen Tag drauf sitze. Irgendwann ermüde und dann voll die Ärzte zusammen. Kann die Spannung nicht mehr halten. Der Sitzball als solches oder eine labile Unterlage ist fürs Kreuz ganz gut, weil ich dann einfach wirklich einmal labil bin von unten her und dadurch ein bisschen mehr eben an der Stabilität arbeiten muss. Wenn ich natürlich zu lang drauf sitze, dann kann es eben dazu kommen, dass erst zum Fall die Spannung nicht mehr da ist und dadurch erst eben eine Überlastung der passiven Strukturen kriege. Also schaut, dass das Ganze wechselt, dass so wie bei jedem Trainingsgerät der Sitzball auch eben ein Trainingsgerät ist, und so wie bei jedem Trainingsgerät schaut, dass wirklich einmal 20 Minuten drauf sitzt und dann könnt ihr ihn wieder wegtun. Was noch ein Problem ist, ist natürlich die Sperrigkeit des ganzen Geräts. Wenn ihr das Ganze im Büro habt, wisst ihr eh selbst, dass einmal rollt er in die Richtung, einmal ist er in die Richtung. Oder bei mir zu Hause war halt einmal dann im Wohnzimmer, einmal im Keller und dann war er zum Schluss dann im Kindergarten, wo er dann sein jähes Ende gefunden hat. Schaut mit dem Ball, mit dem Gymnastikball eben, dass ihr ihn zu Hause habt und im Büro dann eher, hätte ich gesagt, Sitzkissen. Das könnt ihr schön einfach in Kosten reintun, hat den gleichen Effekt und ihr könnt über den Bürostuhl auch besser dann daran arbeiten oder den besser einstellen dann auch. Okay. Eine andere Variante wäre das Balanceboard. Mit dem könnt ihr dann im Endeffekt habt ein bisschen weniger Mobilität, aber ihr habt genauso eben eine Unterlage, die etwas labil ist. Deswegen, es passt schon als Trainingsgerät im Büro, aber dann eben eher nur eine gewisse Zeit. Das gleiche wäre dann mit diesen MPT-Schuhen, die es da gegeben hat. Es ist genauso ein Trainingsgerät und wenn man es zwischendurch einmal auszieht wieder, ist es ganz gut. Gut. So viel dazu. Ich bin euer Coach und Physiotherapeut von Corpus Motum. Gebt mir ein Like unten, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr andere Themen in Richtung Bürofitness oder Schmerzen oder Problematiken, die ihr im Büro habt, eben habt, einfach unten in den Kommentaren reinschreiben und wir werden schauen, dass wir sobald wie möglich das nächste Video eben in diese Richtung starten. Bis zum nächsten Mal.